In den letzten Tagen wurden für die neue Staffel der Rosenheim Cops im ehrwürdigen Schloss zu Amarang die Außendrehs durchgeführt. Der Arbeitstitel lautet Die kalte Gräfin. Neben Verona Poth, die die Schwester der getöteten Gräfin spielt, spiele ich einen Hausangestellten, den Koch der Gräfin, und gehöre somit zum Kreis der Verdächtigen. So ergab sich die Möglichkeit, die Hauptdarsteller alias Michi Mohr, den Uniformierten der Serie, und den Kommissar alias Sven Hansen in einer Drehpause zu interviewen. Max, grüß dich. Grüß dich, Erwin. Linke kommt von Herzen über den Angebrochenen. Ich hast denn das wieder hochgestellt? Ich bin ein bisschen Radl gefahren. Hallo, grüß. Bin abgebogen und da war unten so ein Locken und da bin ich ausgerutscht und so richtig übers Radl drüber geflogen auf den Arm drauf. Ja, und jetzt ist es eine angebrochene Speiche. Dann hast du einen dicken Arm. Glück, dass es nicht gebrochen ist. Ja, ich würde euch zwei gern persönlich einmal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ja. Ich war ja heute als Komparse bei den Rosenheim Cops als Koch, ja, da im ehrwürdigen Schloss in Amarang. Naja, so ein Außendreh ist aber eine fürchterlich aufwendige Geschichte, aber trotzdem immer interessant und auch schön. Ich fange mal vielleicht gleich bei dir an, Max. Ja, was ist für dich eigentlich so das Besondere bei den Rosenheim Cops, dass man so an besondere Orte im Chiemgau drehen kann? Mhm. Oder was ist für dich überhaupt das Besondere an der ganzen ZDF-Serie? Naja, den zweiten Teil der Frage zu beantworten. Also für mich persönlich das Schönste an den Rosenheim Cops ist natürlich einfach diese wunderbare Rolle, die ich spielen darf. Also der Michi Mohr ist natürlich, jetzt darf ich das schon 10 Jahre lang spielen, das ist ja wirklich ganz, schon sehr lange Zeit. Ganz so ein Seltenheitswert natürlich auch. Und da muss ich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich das spielen darf. Und ehrlich gesagt, es ist wirklich bei mir so, ich gehe noch immer jeden Tag gern in Dienst sozusagen. Was wollen wir eigentlich mehr als Berufswunsch, als Tätigkeit, wenn man da nach so langer Zeit immer noch gut dabei ist und gern dabei ist? Macht mir viel Spaß. Ja. Und der Chiemgau ist ja traumhaft schön. Ja, ich denke, es ist eine wunderbare Geschichte. Andere Leute fahren da in Urlaub. Ich habe gehört davon. Ja. Naja, Sie daheim kennen den Max Müller als Schauspieler. Zum Beispiel hat er mitgespielt beim Clown, bei Fall für zwei oder Kommissar Rex. Die meisten kennen ihn natürlich als Michi Mohr bei den Rosenheim Cops. Ja, Max, wie schaut es denn aus? Ein schöner Tag für dich. Wie läuft der so ab? Wie ein schöner Tag ausschaut. Ja. Soll ich sagen, wie ein schöner Tag ausschaut oder wie ein Arbeitstag ausschaut? Das kannst du auch so. Du hast ja beides, gesagt, wie ich vorher gesagt habe. Du hast ja gesagt, beides. Oh, jetzt habe ich glatteis. Nein, also ein schöner Arbeitstag schaut für mich so aus, dass ich meistens 5:30 aufstehe. Ne? Und dann halt frühstücken, was halt so dazu gehört. Und dann wird man in der Früh irgendwo nochmal abgeholt. Meistens fahren wir oft zusammen, ja. Genau. Dann holen wir es irgendwo in so ein Café to go, holen wir uns dann irgendwo. Das nahmen wir nicht. Natürlich nicht. holen wir uns dann einen Kaffee oder sonst was. Und dann fahren wir halt gemeinsam wohin und dann unterwegs so einen Text irgendwie, ja, Vorschläge, ja, machen. Und naja, und dann wird meistens relativ lang gedreht eigentlich so. Und viel gelacht. Ja, Gott sei Dank. Ja, wenn das man ist überhaupt ein Kasperl. Wenn wir bei dem Lachen schon sind, du, gehört zu einem schönen Drehtag ein bisschen Stuckeltratzen dazu? Ja, je mehr, je besser. Ah ja, da werden Sie freuen. Ja, vor 2 Wochen haben wir uns in München gesehen, ja, mit der Frau Stuckel beim Essen. Du hast mir ein wunderbares Geschenk mitgebracht. Danke. Du hast gesagt, es ist der erste CD. Mhm. Ja, gut, Sie daheim werden das jetzt vielleicht nicht klären, aber der Max Müller ist eigentlich klärender Bariton. Ich so gerne ein Feinchen wiedersehen. Ach, lieber Mai, wie gerne ein Mann. Magst uns du dein Werk einmal ein bisschen genauer vorstellen? Gerne. Es ist ja so, ich liebe Mozart sehr und das schon seit vielen Jahren und ich habe vor 4 Jahren, das war Mozart Gedenkjahr, wie Sie sicherlich wissen, und ich habe ein
Programm zusammengestellt, Mozart-Lieder und Mozart-Briefe. Und nachdem ich halt irgendwie singen gelernt habe und halt vom Beruf halt doch Schauspieler bin, habe ich gedacht, machst du halt beides. Und jetzt habe ich schon, ja, mittlerweile habe ich es glaube ich schon 10, 15 Mal habe ich das aufführen dürfen, unter anderem auch in Rosenheim, letzten Herbst zweimal. Und im Jänner, am 27. Jänner, das ist Mozarts Geburtstag, da habe ich diese CD habe ich präsentiert, die nennt sich Ewig dein Mozart, Lieder und Briefe eines Komponisten. Und da ist genau das Programm drauf, was wir eben bei diesem Konzert mit meinen Pianisten eben zusammen aufführen. Sie da haben hören das dann schon ein bisschen im Hintergrund. Ja, lieber Max, jeder Max Müller-Fan sollte eigentlich so eine CD daheim haben. Ja. Wie kann er sich die besorgen? Ist ein bisschen schwierig. Also, ja, wer es will, der kriegt es. Weil die Idee ist eigentlich gewesen, immer wenn ich Konzerte gemacht habe, so Live-Auftritte, dann haben die Leute gefragt, na, warum gibt es von Ihnen keine CD? Und dann habe ich gesagt, weil halt irgendwie die großen Schallplattenfirmen noch nicht gefragt haben, ob ich bei Ihnen was aufnehmen darf. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt machst du das halt selber und habe die auch selber produziert und habe aber in dem Sinn keinen Vertrieb, wenn man so will, sondern eben wenn es ein Konzert gibt, dann kann man die kaufen. Aber man kann sie auch über meine Agentur käuflich erwerben, das ist sicherlich eine schöne Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob man es noch einblenden kann oder so. Und mit Sicherheit kann man das einblenden. Fan. Das ist Management Railing und managementrailing.com und darüber kann man die jederzeit beziehen. Darf man sagen, wie viel es kostet? Ja, selbstverständlich. Ist, also ist kein Eckhaus, kostet 15 Euro. Und bitte! Herr Wallner, warum sind Sie noch nicht weiter gestellt? Alle gut, dazu kriegen Sie es ja gar nicht. Ob die Gott die Geräte informieren? Was ist das jetzt bedeuten? Wir haben das Fernsehen. Frau von Falkenberg spielte in einer Dokuserie mit. Was war das jetzt? Traurige Frau, eine Partnerstelle. Prominente Frauen suchen die Liebe eines Mannes. Die Anmerker beziehen sich bestimmten Prüfungen, die die Damen stellen. Max, wie schaut es denn aus? Erzähl mir mal ein bisschen was von einer lustigen Panne. Oh mein Gott, ja. Schon wieder. Mir ist einmal ist mir, ein Ochs ist mir auf den Fuß gestiegen. Die das, Geschichte kenne ich, die ja, ist ja, gut. Vor zwei, drei Jahren. Hauptplatz von Rosenheim. Und naja, wie es halt ist, wenn man mit Tieren dreht, du freundest dich halt an und redest ein bisschen, hältst die Hand hin und so, dass man sich halt kennenlernt. Beppo hat er geheißen, 800 Kilo hat er gewogen. Ich glaube, er lebt noch. Schönes Gewicht hat er. Ja, schon, genau. Naja, und dann nimmst du ihn halt so beim Halfter und drehst ihm gut zu. Ich war natürlich ein dressierter Ochs und dann so, und jetzt gehen wir mal probeweise über den Platz drüber. Na, und dann sind wir schon brav mitgegangen und auf einmal war er wirklich. Auf der anderen Seite war ein Gemüsestandl. Und auf einmal machen wir halt irgendwie 800 Kilo. Und der Pepper wird zum Salat. Und auf einmal ist man wirklich auf dem Fuß drauf gestanden. Und dann stehen halt irgendwann mal zwar verteilt auf Schön. Vier Haxen, aber doch halt irgendwie 200 Kilo auf meinen kleinen Zahn drauf. Die ist mir aufgereiht. Also du glaubst wirklich, du träumst, wenn sowas passiert. Das ist jetzt nicht wahr. Irgendwie steht da gerade ein Ochs auf meinem Fuß drauf. Aber ich habe da wirklich ein sanftes Schwein gehabt. Und ich bin so richtig unten rausgerutscht und so. Und es ist nichts passiert. Ich war noch röntgenisieren und also auch nicht angebrochen, würde ich sagen. Es war wirklich der Beppo, vielleicht ein lieber Beppo. Eine Elfe. Elfe von Ochs. Ja, danke dir. Ja. Herr Jeftic. Alles Sven Hansen. Ja, wir können es duzen. Also, bitte Erwin. Ja, also, Sie kennen ihn als Schauspieler, als guten Schauspieler, bei Balko, danke. Tatort, verliebt in Berlin. Was macht jetzt so ein Igor Jeftic, wenn er nicht ermittelt? Welche Musik hört er gern? So viele Fragen. Ich versuche einfach meine freie Zeit zu genießen. Ich habe ziemlich wenig freie Zeit, muss ich sagen. Und ich gehe gern raus, gehe gern in die Natur, mache gern Sport und gehe ins Kino, ins Theater manchmal. Max habe ich leider noch nicht gesehen, live. Das ist typisch.
Ja, Stichwort Urlaub, wenn es einen gibt. Urlaub war ich jetzt zwischen den Staffeln, haben wir 3 Monate ungefähr Pause, 3-4 Monate, da war ich in Bali, auf Bali. Und es war sehr schön. Ja, sehr heiß, schwül, aber es war wirklich, wirklich schön. Ja. Naja, wenn man so einen Stress hat, schaut es nicht, wenn man sich mal ein bisschen erholt. Sonst schaut es mit der Kraft schlecht aus. Ja, ich habe ja heute bei den Rosenheim Cops den Koch gespielt. Perfekt besetzt. Ich habe nicht einmal einen Kochtopf gesehen. Also, es ist mir auch wirklich nicht schwer gefallen. Kochen ist meine Leidenschaft, sieht man ja. Mhm. Aber. Im Privataufzug. Welche bayerische Leibspeise hat ein in Berlin lebender Stuttgarter, der aber ganz früh im Chiemgau dreht? Roulade. Mit was dabei? Mit so Kartoffel... Knödel? Knödel mag ich nicht so sehr, muss ich sagen. Knödel, ich mag mehr Kartoffel mit Kartoffelbrei. Oder, ja, ah ja. Das schmeckt mir gut. Wir sind eher so die Knödel gewohnt. Ja, Igor, wie schaut es aus bei den Rosenheim Cops, wenn man in der schönsten Region Deutschland, im Chiemgau, meine ich, an die dänisch schönsten Plätzchen drehen kann, wo eigentlich fast ganz Deutschland in den Urlaub hinfährt? Ja, das ist natürlich ein Traum, das ist ein Geschenk, ich sehe es wirklich als Geschenk an. Also man kommt halt gerne morgens an, egal wie viel Uhr es ist. Das Panorama ist oft Wahnsinn, also auch wenn es manchmal bewölkt ist, sieht es wahnsinnig aus. Das ist ein Geschenk. Also. Naja, wir als Zuschauer sehen das, die ganze Serie als Geschenk, weil sie steht ja eigentlich auf unterhaltsame und aber auch lustige Art, in jedem Fall den Chiemgau wunderbar in Szene. Und tja, was will man mehr und sowas schaut man als Chiemgauer natürlich wahnsinnig gern an. Was ist für Sie das Besondere an die Rosenheim Cops? Das Besondere ist für mich, mit diesen Schauspielern zusammen zu spielen. Also mit Max zum Beispiel macht sehr viel Spaß. Rum zu kaspern und die richtigen Worte zu finden und den Text zu ändern. Und das, ich habe das beim Dreh ja so aus der Ferne ein bisschen mitgekriegt. Ihr habt das also schon sehr, sehr, zwar natürlich sehr, sehr korrekt, wenn es zum Drehen ist, aber so persönlich. Ich glaube, ist das schon eine sehr angenehme Arbeitsweise. Ja, also man versucht einfach besser zu machen, was man besser machen kann. Genau. Lebendiger zu machen, noch mehr Farbe reinzubringen. Was zu einem passt auch. Ja, ja, genau. Du denkst schon so ein bisschen gestaltet. Zu den Rollen natürlich passt, man kann ja nicht aus der Rolle raus. Ja, ist klar. Die schönsten Pannen bei den Rosenheim Cops, bei den Drehs, kannst du mir ein bisschen was erzählen? Also eine schöne Panne war ja, als wir nicht aufhören konnten zu lachen. Das ist ja der Albtraum, ist aber auch sehr schön. Ansonsten würde man sich an so einen Tag gar nicht mehr erinnern, aber durch sowas wird er unvergesslich. Also ich weiß gar nicht, um was es ging, was es für ein Text war. Es war egal was, sobald wir uns angeguckt haben, mussten wir so Tränen ausgebrochen vor Lachen. Es ging einfach nicht. Wir mussten wir haben so lange gelacht, wie wir konnten, und das war dann irgendwann vorbei und dann konnten wir es angehen. Die Szene war so schlecht. Aber ein anderer von mir, All-Time-Favorite, aber war nicht bei den Rosenheim Cops, sondern im Theater, noch ganz am Anfang, habe ich bei Viel Lärm um Nichts, habe ich so einen Wachsoldaten gespielt. Ich saß mit dem Rücken zum Publikum, da war Orchestergraben, ich saß auf so einer Mauer, ich habe ein Gewehr gehabt und ein Kollege auch, wir hören so einen Monolog zu, ich weiß gar nicht mehr, was das war, und dann rutscht mir das Gewehr aus der Hand, fällt in den Orchestergraben, während dem Monolog, ich bin fast gestorben, ich saß da und dachte, was Schlimmeres kann nicht passieren. Ja, zum Schluss an euch die Fragen, oder an die Frage, welche Person würdet ihr gerne mal auf den Zahn fühlen? Also Herr Mettel, es reicht, gell? Herr Mertl, Sie sind jetzt vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Herrn Müller und Herrn Jeftitsch mit Ihren Fragen genervt zu haben. So schlimm war es nicht. Herr Mohr. Wer ist der Herr Mohr? Achso. Herr Mertl, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Okay. Gehen wir? Nein. Ja. Dann Hilfe. Jetzt gehen wir rein. Dann ist es grob. Auf. Gehen wir. Auf. Ja, so geht's da, wenn es die Rosenheim Cops zu intensiv ausfragt, weil normalerweise ist es ja andersrum.
Also, pfiat euch bis zum nächsten Mal. Euer Erwin Mierl.